Ein Problem ist es dahingehend, dass bei Männern, anders als bei Frauen, es nicht so unter sich besprochen wird. Die Männer nehmen das oft mit sich, leiden darunter massiv, aber es erfährt einfach keiner, wenn überhaupt dann die Ehefrau. Das heißt, die Männer reden darüber, weder mit ihren Freunden, Nachbarn, noch oft mit dem Urologen darüber. Dahingehend ist es schwierig, oft an diese Männer ranzukommen und diesen Männern halt überhaupt kundzutun, dass es Hilfe gibt. Es gibt unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Konservativ ist der Anfang, oft hilft das nicht und dann können wir mit unterschiedlichen operativen Therapien aktiv werden und Patienten zufriedenstellen. Ja, ich habe nach einer Prostata-OP hatte ich eigentlich mehr oder weniger größere Inkontinenzprobleme. Es war also sehr extrem, weil eben halt, ich konnte gar kein Wasser mehr halten. Und dann hat mir mein Arzt empfohlen, dass ich mich hier vorstelle. Ja, ich habe zunächst Pampers getragen. Ich konnte das reduzieren durch Beckenbodentraining. Das hat aber auch nicht so wunderbar geholfen. Dann habe ich sehr eng mit meinem Urologen zusammen überlegt, was wir machen. Wir können fast jedem Menschen helfen, weil es sich in der Regel um ein Schließmuskelproblem handelt, welches wir in der Lage sind, operativ zu therapieren. Die haben da einen Ballon eingesetzt und dann ist eben halt, und das ist so, dass ich das von außen steuern kann, wann ich zur Toilette gehe. Naja, es war so, dass ich schon nach der OP, ich glaube am zweiten Tag, in einer Visite deutlich sagen konnte, dass ich gehustet hatte und geniest und es geschah nichts, was sonst also nicht ein Riesenproblem war, aber doch ein Problem für mich, ja. So gut, dass ich, also ich kann feiern gehen, ich kann schwimmen gehen, alles. Und das ist wirklich, für mich ist es jedenfalls optimal. Ich würde auf jeden Fall jedem raten, dass er das machen lässt, weil es die Lebensqualität um 100% steigert.